Gerade höre ich aus den klassischen Massenmedien, dass ja, der Schweizer Künstler HR Giga verstorben ist im Alter von 74 Jahren. Und Giga ist ein ja, für mich großer, großer Künstler und bin sehr, sehr traurig, dass ja, dieser Mann wegen eines Sturzes verstorben ist. Und ich habe mir einfach mal spontan ein paar Sachen zusammengesucht von Giga, die ich so habe, die mich Zeit meines Lebens begleitet haben. Das beginnt natürlich hier mit dem Bild von seiner Frau Lee, hier eine Kopie, die signiert ist, dieses Bildes. Dieses Bild war unter anderem auch ein Plattencover der britischen Band Emerson, Lake & Palmer, die 1974 ihre Schallplatte Brain Salad Surgery auf den Markt gebracht haben. Wie es der Zufall will, wird jetzt diese Woche am Freitag die Brain Salad Surgery in einer neuen Edition, neu remastered und mit Extended Songs, wieder auf den Markt kommen. Und leider hat das Giga nicht mehr erlebt, dass eben dieses Werk ja, vielleicht neue Fans findet und damit sein Werk wieder neue Fans findet. Das war das erste Mal, als ich Giga getroffen habe, in Anfangszeiten mir Giga, die Kunst von Giga begegnet ist. Natürlich ging es dann weiter mit den normalen Sachen, die wir alle kennen, vor allem die Filme. Und für die Leute, die Giga kennenlernen wollen, habe ich jetzt ein paar Tipps dabei. Ein sehr, sehr nettes Buch für den Einstieg aus dem Taschenverlag ist HR Giga, www.hrgiga.com. Das ist aus dem Taschenverlag ein sehr, sehr buntes, schönes Buch, das das Werk sehr, sehr gut zeigt. Ein Überblick bringt, nicht allzu tief ist, aber sehr, sehr viele eben Bilder zeigt von Giga, und ja, das Gesamtwerk sehr, sehr gut beleuchtet. Richtig bekannt geworden ist Giga ja der breiten Masse durch Filme und vor allem hier natürlich Alien. Und für mich das Buch für den Filmfan ist natürlich das Giga-Alien-Buch, das er auch selber herausgegeben hat. Edition C ist der Verlag. Der Ridley Scott, der damalige Regisseur von Alien, hat das Vorwort geschrieben und er schreibt auch ein bisschen was zum Thema. Also Giga selber schreibt ein bisschen was zum Thema. Wie war das mit dem Oscar? Er zeigt viele Bilder von den Entwürfen zu Alien. Also ist ein absolutes Buch für den Filmliebhaber und kann ich jedem Filmliebhaber auf jeden Fall empfehlen. Nicht sonderlich erfolgreich, aber dennoch sehr, sehr künstlerisch interessant war die Schaffung von Speeches. Hier hat Giga das Monster hier auch geschaffen. Auch in der Edition C erschienen ist dieses Büchlein, das hier die Dreharbeiten sehr, sehr gut beleuchtet und zeigt, was, ja, was dieses Monster ausmacht. Ein sehr, sehr faszinierendes Monster. Leider war der Film ja nicht so berauschend und ja, zweiter, dritter Teil war dann noch schlechter. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber Monster selber war spitze. Wer sich für Giga im Film allgemein interessiert, den empfehle ich dieses Buch, nämlich Gigas Filmdesign. Hier werden alle möglichen Filmdesigns von Giga ja, berichtet, erklärt. Wir wissen ja auch, Giga hat viele, viele Filme mitgearbeitet. Leider, leider, leider ist die Verfilmung von Dune, von Wüstenplanet, Frank Herbert, ja, nicht gelungen oder nicht verwirklicht worden. Ein paar Ideen sind rausgekommen, aber der Film, wie er jetzt im, oder wie er damals im Kino kam, war sicherlich nicht das, was sich der Herr Giga vorgestellt hat. Naja, also nicht so berauschend, aber trotzdem ein tolles Buch für den Filmfreund. Mir persönlich liegt das Hauptwerk von Giga, mit dem ich eingestiegen bin damals, in Buchform, sehr am Herzen, nämlich die beiden Bände von Necronomicon, Necronomicon 1 und 2. Sehr, sehr bildgewaltige, starke Bücher, die ich jedem empfehlen kann, der sich für die Kunst interessiert, von Giga. Das ist richtig, richtig, richtig stark. Ich will jetzt nicht groß philosophieren, was die Kunst von Giga ist und welche Albträume sie erzeugen. Das muss jeder mit sich selber ausmachen. Für mich ist es wirklich nur ein Tipp. Schaut euch diese Bücher an, auch hier Edition C wieder als Herausgeber. Das ist wirklich das gesamte Werk von Giga.
wunderbar dargelegt und sehr, sehr schön gemacht und sehr aufwendig lektoriert. Also hat mir ganz, ganz toll gefallen. Zum Abschluss noch zwei Werke. Ein Buch von Giger, der Biomechanicus. Hier dieses Buch zeigt nochmal verschiedene neuere Varianten der Gigabilder. Verlag ist wie immer Edition C, kennt ihr. Und zeigt ein paar andere Sichtweisen der Bilder, zeigt verschiedene Phasen, zeigt natürlich die klassischen Airbrush-Bilder, aber bringt auch das auch eine neue Form. Ich habe ein paar Drucke von Giger noch zu Hause hängen, die mit dem Schwarz zusammen gemacht wurden. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ja damals in meinem Blog darüber abstimmen lassen, welches dieser Giga-Bilder ich aufhänge. Und als ja, New York-Fan, mein letzter Buchtipp über Giga, hier H.R. Gigas New York City. Im Grunde die ganzen Sachen, die er gezeichnet hat als Idee für Wolkenkratzer. Und das muss ich sagen, fand ich eine total nette Idee. Als New York-Fan habe ich mir das Buch natürlich gleich kaufen müssen. Viele Sachen sind schon bekannt, aber die Interpretation, auch er berichtet sehr viel über seine New York-Reisen hier in dem Buch, fand ich super, super interessant. Und ja, sehr, sehr schade, dass H.R. Giger leider, leider verstorben ist. Im Alter von 74 Jahren war für mich ein Schock, aber er wird für mich in Erinnerung bleiben, eben vor allem durch Emerson, Lake und Palmer, durch seine Bücher und seine Filme. Tut mir echt leid, ich hätte noch gerne viele, viele Sachen gesehen. Ich hätte auch gerne sein Museum in Chur mal besucht und mit ihm selber gesprochen. Dazu wird das jetzt nicht mehr kommen. Sehr schade. Rest in Peace. H.R. Giger, bist ein großer Mann und wirst weiterleben.